Hallo Leute, ja, ich bin weitergeflogen, zahlreiche Sektoren hinter mir gelassen, bin über irgendwelche Risse gestoßen und wenn wir in die Karte gucken, was ihr vielleicht schlecht sehen könnt, sind wir auf jeden Fall nicht ganz weit weg von dem, wo wir das bauen können, ne? Das war ja mein Ziel dahin, obwohl Thomas Stille ja gesagt hat, ich muss das auch woanders bauen können. Aber was entscheidend ist, hier in diesem Sektor befindet sich ein Ausrüstungsdock. Das fliegen wir jetzt an. Ich fliege da schon mal hin und ihr guckt das Intro. Naja, ich habe es gerade ausgewählt und mehr hat nicht geklappt, ne? Wo ist es denn überhaupt, das Ausrüstungsdock da? Dann schauen wir mal, dass wir da in die Nähe kommen, ohne dass wir irgendwelche Asteroiden dazwischendurch mal kriegen, weil die sind wohl auch ganz viele hier, sehe ich gerade so. Okay, den haben wir nicht gerammt. Da sind wir auch noch dran vorbei, ne? Ja, dann hier mal docken, oder? Ich glaube, das hat gerade noch so geklappt, dass wir da nicht dran gekracht sind, ne? Traktorstrahl. Und interagieren. Und wir dürfen nicht handeln wahrscheinlich. Doch, dürfen wir doch. Aber nicht alles hier, weil. Benötigt Energie von Lagern. Okay, krass. Hawks, Klassenantimaterial, Torpedos. Ach so, Torpedos wollen wir sowieso nicht. Erstmal hier Waffen gucken. Orgonit. Oh, aber hier. Mindestens gut sein. Wir sind nur neutral. Das ist unser Problem jetzt. Okay, wir haben 11 Minuten Zeit. Und wir haben nur 800.000. Da kommen wir nicht weit mit. Schade. Wir sind aber immer noch hier zu schwach auch, ne? Gut, dann gucken wir uns erstmal die unteren hier an. Da ist ja auch ein Orgonit bei, ne? Raffination, Bergleute, also ein R ist das sozusagen. Und ein Orgonit, das würde sagen, 428.000, das ist die Hälfte von meiner Kohle, ne? Aber der ist schon mit Orgonit ziemlich gut, ne? Den habe ich jetzt mal gekauft. Automatisches Zielen. Der ist aber defensiv. Gibt es auch automatisches Zielen oder defensiv? Zweimal Schaden gegen technische Blöcke. Automatisches Zielen defensiv, okay. Habe ich da irgendwas verpasst, ey? Bewaffnet, Slot-Typ. Bewaffnet, offensiv. Nee, das ist defensiv. Bewaffnet, unbewaffnet, defensiv, bewaffnet, bewaffnet. Das ist wieder defensiv, überhitzt, Schaden. Kanoniere. Was hier? Defensiv und Kanoniere? Okay, dann ist das auch egal wahrscheinlich. Ist der denn gut? Ah, nicht so wirklich, ne? Lass uns das sein. Und wir gucken hier nochmal gerade rein. Was können wir hier kaufen? Energieverbrauch 579 Megawatt. Den dürfen wir nicht. Den dürfen wir. Das ist ein Autogeschützturmslot plus 3. Das hört sich so an, als ob wir den kaufen wollen. Der hat 3 und Insta oh, das sind 6, das ist ja genial, oder? Okay, da haben wir das schon mal gut gemacht. Wir müssten eigentlich den zweiten auch noch haben, aber. Da müssten wir was für verkaufen, ne? Das war falsch. Hier wollte ich hin. Ein Ressourcendepot gibt es hier auch. Und wir werden keinen guten Preis erlangen. Das wird Thomas Stiele bestimmt dann auch sagen bzw. schreiben. Ressourcendepot habe ich ausgewählt. Und da muss ich gar nicht so weit fliegen. Ist gerade um die Ecke. Okay, dann wollen wir hier mal gerade hin.
Doc ist da. Und so noch ein bisschen Schwung haben, wenn wir da dran kommen. Zwischen diesen zwei Asteroiden durch. Und Traktorstrahl an. Und andocken. Ressourcen handeln. Dann müssen wir was loswerden, ne? Verkaufen. So viel haben wir jetzt nicht, ne? Ist auch kein guter Preis. Ist halt so. Aber ich will jetzt Geld haben, weil ich das Ding noch kaufen will. 50.000 verkauft. Da das gleiche. Dann gibt es ja wenigstens ein paar Mark. Dann können wir auch 50.000 machen. Hier auch nochmal 50.000. Xaunit. Ja, auch nochmal 50.000. So, jetzt haben wir 1,2 Millionen da oben, ne? Ogonit. Ja, komm. So, 1,3 Millionen da oben. Das ist jetzt erstmal gut. Aber wie komme ich denn hier weg, ohne da reinzukrachen? Rückwärts ausparken, ne? Aber hat gut geklappt. Knall wahrscheinlich auch gleich noch gegen Asteroiden oder so. Wieso lenken der nicht? Links, rechts geht nicht oder geht nur geradeaus? Vielleicht sollte ich nicht die rechte Maustaste gedrückt halten, dann geht das auch, ne? Aus Versehen. Ausrüstungsdock, wo bist du? Da. Da nochmal schnell hin und nochmal das Ding kaufen. Ja, hat auch geklappt. Aber ich glaube, ist nichts passiert. Steht auf jeden Fall nirgends sowas. Und jetzt brauchen wir einen Docking Port. Das sehe ich nur, wenn ausgewählt ist, wa? Gedockt. Ausrüstung handeln. Kanonen. Nee, Dingens hier. Geschützkontrollsystem. Wo ist denn das? Hier, 3 und 3. Macht 6, Automatik. So, das war egal. Zu wenig. Autogeschütztürme. 2 und 2, wäre auch nicht schlecht, ne? Vielleicht kaufen wir das auch, weil wir andere Schiffe damit ausrüsten können. Hyperraum. Verfestigung nicht aktiv. Minus 13%. Sprungreichweite plus 5. Das ist doch mal auf jeden Fall, das sollten wir jetzt mal gerade kaufen. Flugschreiber. Okay, ich glaube, da sind wir mit durch. Waffen waren jetzt nicht so dolle, ne? So, raus hier, kurz einmal dahin. Dahin können wir den einbauen, ja, den Hyperraum Dings da Bums da. Und Festeinbau, Sprungreichweite erhöhen. So, das sind 5 Felder mehr. Und ja, hier haben wir jetzt zwar automatische Zielen drin, aber für Unbewaffnete geht da noch. Jetzt müssten wir die noch ändern, ne? Autogeschützturm Slots plus 3, okay. Autogeschütze plus 2, das sind 5. Aber wo sind denn hier die 5?
Stopp, das war falsch. Sind das die fünf? Gibt's denn? Das kann nicht sein, oder doch? Unbewaffnet, die dann automatisch sind, oder was? Okay. Ah, guck mal, wie groß das jetzt ist. Aber ich glaube, wir springen trotzdem, obwohl, das könnte auch direkt hier entspringen, dann wahrscheinlich, das wird wohl der sein, der Blips. Komm, zack, Koordinaten eingeben und los geht's. Und dann, automatisches Zielen. Und hier haben wir noch ein paar Waffen. Der repariert, okay. Top Works Gravitron. Das war das Geschütz, was nicht automatisch schießt. Kann ich den denn da irgendwo hinbauen? Nicht genug Slots, dann passt das nicht. Der ist gehighlightet, naja, der wär's. Ja, das ist jetzt unbewaffnet, was ich haben bin. Was ist aber unbewaffnet? Unbewaffnet ist wahrscheinlich hier, da war ein unbewaffnetes. Doppeltitan-Erdbeerbe, also das sind Abbauer, die sind unbewaffnet. Ha, gut, dann hat sich das hier erledigt. Geh raus und... Also werden schon ausgewählt. Sprungroute ist berechnet. So, da lang. Wie weit ist denn das Tor? Ja, dann kann ich auch, glaube ich, zum Tor fliegen. Ist das Ost? Nordost, ja, dann nehme ich den. Wenn der so nah ist, dann nehme ich den. Wir fliegen ja schnell rein. Gut. Schauen wir mal, was hinterm Tor ist, ne? Da ist unser Sprungreichweite, oder was? Ah ne, wir werden da eingesprungen. Auch interessant. Ne, dann berechnen wir mal gerade die Koordinaten da ein, weil das ist dann... Den kleinen Hop will ich nicht machen, ich will dann den großen Hop machen. Fliegen wir da ein. War da doch noch ein Planet zwischen? Oder ein Sternensystem, sagen wir es so, oder ein Sektor? Schauen wir da mal gerade rein. Bergbaumoloch, schweres Bergbauschiff. Das ist ein Bergbaumoloch. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Gut. Da sind einige Sprünge, die wir da machen müssen. Vielleicht sollten... Oh, da ist auch ein Blips, dann nehmen wir den. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? So, dann springen wir da gleich hin. Sprung wird berechnet, ja. Und wir springen da schon mal hin. Geht zwar noch nicht, aber wir kühlen ab. Und jetzt springen wir auch schon. Sehr gut. Okay, letztes Sektor, kurz reingeguckt und dann überlegen wir, wie wir weitermachen. Gucken erstmal, was da drin los ist, ne? Bohrerfabrik, Fusionsfabrik, Körperpanzerungsfabrik, Teleporterfabrik, Raumjägerfabrik. Zerstörer, West-Tor. Okay, das heißt, hier geht es nicht so wirklich weiter. Nächstes Ziel irgendwo in diesem Bereich, aber leider ist da nichts Tolles zu holen. Das Schiff in Sektor 1 wird angegriffen. Dein Schiff. Das ist schlecht. Aber ich sag mal, da müssen wir gerade noch gucken. Da geht's nicht. Geht's da? Schnell dahin. Schiff hinwechseln. Da müssen wir gerade noch retten.
bevor es kaputt ist, ne? Aber wollen wir doch nicht retten. Alles ist gut hier. Da haben wohl andere schon aufgeräumt. Alles klar. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.